Die Weihnachtszeit ist die besinnliche Zeit, da wo es gemütlich wird, da wo man im Kerzenlicht sitzt, mit einer guten Tasse Tee und vielleicht auch einer schönen Weihnachtsgeschichte. In der jetzigen Weihnachtszeit können wir nicht zusammenkommen und wir haben uns gedacht, wir bringen Weihnachten aus dem Kenschu zu euch ins Wohnzimmer. Macht es euch gemütlich mit einer Tasse Tee, setzt euch hin und lasst euch verzaubern von unseren Weihnachtsgeschichten aus dem Kenschu für euch. Hallo, ich heiße Ina Maria Wagener, komme sehr gerne hier zum Sport, habe 3 Töchter, entsprechend Schwiegersöhne und 4 Enkel und fühle mich hier sehr wohl, deshalb lese ich euch gerne auch etwas vor. Als erstes möchte ich lesen Papas Parfüm, geschrieben von Fabian Vogt. Es duftet so nach Papa. Wie bitte? Das kann doch gar nicht sein. Erstaunt startet Paula den Nikolaus an. Moment mal, der alte Mann mit dem schlohweißen Rauschebart, mit der rauen Stimme und dem roten Kapuzenmantel, der roch genauso wie Papa. Ja, Paula war sich ganz sicher, das war doch dieses neue Parfum, das Mama ihm zum ersten Advent geschenkt hatte. Yarrow hieß es. Papa hatte beim Auspacken neckisch die Augenbrauen hochgezogen. So, so, Yarrow. Und Mama hatte sehr lustig geguckt. Ein bisschen so, als seien sie wieder frisch verliebt. Na, das passt doch. Du bist doch mein Held, sagte Mama. Also sowas. Das war doch, da kam dieser komische Nikolaus einfach durch den Kamin, ging ins Bad und bediente sich doch heimlich an Papas neuem Parfüm. Was für eine Dreistigkeit. Und eines war klar, er hatte bestimmt nicht gefragt. Konnte er ja gar nicht. Denn Papa war ja noch im Büro. Mama hatte vorhin ganz traurig geklungen, als sie sich am Telefon verabschiedete. Sie hatte den Hörer aufgelegt und dann gesagt, oh, wie schade. Du, Paula, der Papa muss noch arbeiten. Er kann nicht mehr dabei sein, wenn der Nikolaus kommt. Das ist vielleicht blöd. Tja, und dann sowas. Da nutzte dieser rote Heini die Gelegenheit, dass Papa nicht zu Hause war, und benutzte sein Parfüm, obwohl das doch sehr teuer gewesen war. Ja, als Papa seine kleine Paula am ersten Advent aufgefordert hatte, den neuen Duft doch auch mal ausprobieren, hatte diese gleich sich fröhlich besprüht. Aufs Handgelenk, auf den Hals, auf die Füße, auf ihre Barbie, auf den Ken, woraufhin Mama mahnend gerufen hatte, Paula, nicht so viel, es reicht. Das kostet jedes Tropfen ein kleines Vermögen. Das ist nur für Papa. Ab jetzt darf da keiner mehr ran. Verstanden? Ja, Paula hatte verstanden. Aber der hier nicht, der Nikolaus, dieser freche Kerl, dieser Duftdieb. Der stand da ganz scheinheilig vor dem Kamin, rote Äpfel, Nüsse, Mandelkern aus dem Jutesack und tat so, als wäre nichts. Dabei war sein Frevel, sein Vergehen im ganzen Zimmer ja zu riechen. So was. Süßigkeiten verschenken und selbst Parfüm klauen. Geht nicht. Paula musste schlucken. Vielleicht tat sie dem Nikolaus ja Unrecht. Vielleicht hatte der einfach genau das gleiche Parfüm von seiner Frau geschenkt bekommen. Nee, der Nikolaus hat ja gar keine Frau. Oder doch? Vielleicht eine Nikola? Nikolausine? Nö, ganz bestimmt nicht. Aber wenn er sich das Parfum selbst gekauft hatte, auf nicht, auf gar keinen Fall. Der Nikolaus hielt doch nicht einfach mit seinem Rentierschlitten bei der Parfümerie Douglas an und ließ sich die 9. Duftkreation vorführen. Und wenn, dann hätte das doch bestimmt in der Zeitung gestanden. Nikolaus kauft Parfüm. Es musste eine andere Erklärung geben. Bestimmt hatte der Nikolaus, als er bei ihnen angekommen war, nur mal schnell aufs Klo gemusst. Das kann passieren von dem vielen Rumfliegen in der Kälte, dem ewigen Sitzen in dem Schlitten, nach all diesem endlosen Ho, Ho, Ho und der Kaminkletterei.
da hatte er in ihrem Bad das Parfüm gesehen und sich gedacht, ich möchte auch mal wie ein Held riechen. Nur einmal im Leben. Ja, so war es bestimmt passiert. Auf einmal tat Paula der Nikolaus leid. Unendlich leid. Dieser arme Mann, immer unterwegs, den ganzen Tag Geschenke verteilen. Keine Frau zu Hause, kein Parfüm, keine eigenen Kinder. Kein Wunder, dass er dieses Vorbild an Anstand und Ordnung in dem Bad die Nerven verloren hatte. Er war vor lauter Verzweiflung, vor lauter Sehnsucht nach Wohlgeruch über die Stränge geschlagen. Aber bestimmt nicht aus Bösartigkeit, sondern nur wegen der Umstände. Vielleicht hatte er auch eine schwere Kindheit gehabt. Paula sprang auf, hörte die Mutter rufen. Wo willst du denn hin? Aber da war sie schon in der Küche. Schnell holte sie aus der Werkzeugkiste neben der Spülmaschine einen Hammer raus und rannte rauf in ihr Zimmer. Wo war es nur? Genau, da, auf dem Regal neben dem Playmobil-Schloss, das Sparschwein. Mit einem Schlag zertrümmerte Paula die Porzellansau und klaubte die Münzen aus den Scherben. Das waren, eilig zählte sie, ungefähr 11,30 Euro. Bekam man dafür dieses Parfüm? Einen Flakon? Sie musste wieder runter, bevor der Nikolaus weiterfuhr. Im Flur tönte es schon laut. Ho, 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 ho. Hast du wohl deine Blockflöte geholt, um mir etwas vorzuspielen, kleine Paula? Paula schüttelte den Kopf. Sie biss sich auf die Lippen. Leise sagte sie, Nikolaus, ich weiß, was du gemacht hast, aber das ist nicht so schlimm. Du warst halt auch mal nicht artig, das kann ja mal jedem passieren. Noch mehr flüsterte sie, mach dir keine Sorgen, ich sag es keinem. Also, dass du heimlich von Papas Parfüm genommen hast. Und es ist ja schließlich Adventszeit, da ist ja eine Zeit, wo man allen was vergeben soll. Und weil Gott bald auf die Erde kommt. Sie drückte dem Nikolaus die Münzen in die Hand. Hier, nimm. Mit dem Geld kannst du einen Engel losschicken und der kann dir das Gleiche kaufen. Es heißt Harrow und duftet wirklich ganz toll. Sie lächelte. Aber das weißt du ja. Du hast ja schon probiert von meinem Papa. Der hat nämlich gesagt, mein Erspartes darf ich nur für was ganz, ganz Wichtiges ausgeben. Also nicht für Süßigkeiten oder Comichefte oder so. Aber es ist doch wichtig, dass der Nikolaus auch mal wie ein Held riecht, oder nicht? Nikolaus, was ist denn? Weinst du? Der Nikolaus nahm Paula in die Arme. Fast etwas zu fest, fand sie. Das sollten fremde Männer eigentlich nicht machen. Obwohl, das war ja der Nikolaus. Und er duftete schließlich wie Papa. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und auch einen schönen Nikolaus, vielleicht mit einem neuen Parfüm. Möchtet ihr noch eine? Oder? Ja? Die ist wirklich sehr kurz. Handelt vom Weihnachtsgeld. Eine arme alte Frau schrieb in ihrer Not einen Brief an Gott mit der dringlichen Bitte, ihr doch etwas Geld zu schicken, vielleicht so 100 Euro zu Weihnachten, damit sie sich und der Familie einige kleine Wünsche erfüllen könnte und ein frohes Fest hätte. Aber irgendwie landet dieser Brief auf Umwegen beim Finanzamt. Die Mitarbeiter des Amtes sind sehr bewegt von der Armut und dieser Glaubenseinfalt der Frau und legen in ihrer Abteilung spontan Geld für sie zusammen. Die Sammlung erbringt 70 Euro. Die schicken sie mit herzlichen Grüßen von Gott, übermittelt vom Finanzamt, an die alte Frau. Die alte Dame freut sich riesig über die freundlichen Zeilen und das Geld. Und dann schreibt sie sofort einen Dankesbrief. Voller Freude habe sie das Geld erhalten. Danke vielmals. Und bitte darum, in Zukunft das Geld nicht übers Finanzamt zu schicken.
denn diese Spitzbuben haben gleich 30 Euro als Steuern einbehalten. Das war die Geschichte vom Weihnachtsgeld. Ich wünsche euch allen eine frohe Adventszeit in dieser etwas schwierigen Situation und trotzdem frohe Weihnachten.